Da sind wir ja wieder. So, wie ihr seht, Predator habe ich mir gespielt, natürlich mit der Community zusammen. Grüße gehen da erstmal raus an Hans, an Luca und an Monkey. War Monkey dabei? Ja, Monkey Max. Erstmal Grüße gehen raus, danke für die Hilfe. Ihr habt natürlich den Skin dadurch auch erhalten. Und ich habe natürlich auch alle Emotes etc. alles freigeschaltet. Ich sage euch ganz kurz, was ihr machen müsst, wie ihr es am besten macht. Also so, wie ich es halt jetzt gemacht habe. So, erstmal das knackige Emote. Ach, jetzt zieht sich erstmal die Maske an. Achtung. Achtung. Du bist aber laut. So, am besten von dem ganzen Skin an sich finde ich eigentlich das Rückenaccessoire. So, wir gucken so uns doch direkt an. Also es passt halt wirklich zu dem Skin. Ich bin alle Emotes sah ich schon. Alle Rückenaccessoire so durchgegangen, aber das ist definitiv das Beste. Was muss man fürs Rückenaccessoire machen? Richtig, Kopfgeld. Was müsst ihr da machen? Einfach einen NPC ansprechen, Kopfgeld aktivieren. Ihr müsst den ihr suchen müsst, den müsst ihr noch nicht mal unbedingt killen. Versucht dann am besten einfach zu überleben, campt ein bisschen rum. Irgendwann wird derjenige sowieso gekillt. Wenn es nicht funktioniert, nach 6 Minuten einfach nochmal probieren. Also ist eigentlich ziemlich simpel. So, was musste man fürs Emote machen? Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Man musste ja einmal diese Hütte besuchen, also das Lager vom Predator selber. Da kann ich euch sagen, da wo das auf der Map markiert ist, einfach das linke hohe Haus finden. Aber wir können auch gleich nochmal schnell dahin fliegen. Dann, die gab es glaube ich für in der Nähe von Gegnern bleiben. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist eigentlich auch ziemlich simpel, wenn ihr irgendwo im Fight seid, baut euch einfach ein, der Gegner versucht euch zu holen, so habt ihr ruckzuck das auch zusammen. So, was hatten wir noch? Kopfgeld, das... Ah, der Infrarotfisch. Beziehungsweise mach 100 Schaden mit Infrarot. Holt euch da einfach diesen Infrarotfisch, wo ihr dann auch ganz simpel hingehen könnt und natürlich die Umrisse von jedem Gegner seht. Also die Welt ist grau und die Gegner sind halt farbig markiert. Einfach den Fisch angeln. Wir haben dafür zwar auch 2 Runden gebraucht. Beim ersten habe ich ein bisschen gefailt. Beim zweiten hat der Luca den Sack dann zugemacht. In dem Sinne, erstmal Grüße gehen auch da wieder raus. Wie findet ihr den Fisch? Ganz einfach. In allen Angelschwärmen ist dieser Infrarotfisch drin. Wir können auch nochmal gerade ganz genau gucken, welchen Fisch ich meine. Den kann ich euch nämlich noch zeigen und dann müssen wir eigentlich alles haben. Wir mussten einmal in der Nähe sein, Predator töten für den Skin selber. Dann Kopfgeld. Aber ich sag ganz ehrlich, die Pickaxe gefällt mir nicht so. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr die Pickaxe? Aber so die ganze Kombi ist natürlich jetzt schon nice. Also mir gefällt es von hinten. Luca zum Beispiel gefällt es überhaupt nicht. Aber warte mal, wir gehen kurz auf die Sammlung Fische. Wo ist er? Welcher Fisch ist gemeint? Der Fisch. Sucht den Fisch und damit könnt ihr halt infrarotmäßig alles sehen. Also den Fisch braucht ihr. Wie ihr seht, ich habe ihn insgesamt in der Season erst 8-mal gefangen, aber der kommt schon ziemlich häufig vor. So, jetzt gehen wir kurz hin. Wo müssen wir hier hin? Also... Das war es wieder komplett. Ich warte, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, das Haus. Da unten, ja, da müssen wir hin. Ich gehe auch direkt runter. Ich habe natürlich die Aufgabe schon gemacht, aber ich will euch nur gerade nochmal zeigen, wo das genau ist. War es das Haus? Nein. Oder? Bin gerade selber am Überlegen. Eben erst da gewesen. Doch, ist... Warte, lass mich lügen. Am besten fliegt die... Entweder ist das Haus oder da hinten. Ich meine aber zu 100% es wäre das Haus. Ja, das Haus ist es. Einfach seitlich reinfliegen. Wie ihr seht, alle wollen einfach nur die Aufgabe haben. Zack. Deshalb fliegen auch alle hier rein. Also ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man weiß, wo man landen muss. Wie gesagt, es war genau das Haus, was ich markiert hatte. Nur noch mal kurz als Orientierung. Dahin müssen wir. So, dann war es das eigentlich schon. Geh noch mal gerade zurück in die Lobby. Dann bekommen wir noch den Ladebildschirm. Für was hab. Was muss man immer machen für den Ladebildschirm? Ganz ehrlich, ich weiß echt nicht mehr. Ich habe die Aufgaben eben alle gemacht. Ich dachte, ich könnte sie mir jetzt noch mal beim Video machen angucken. Aber so richtig fällt es mir gerade nicht ein. Infrarot. Den Kill machen bei. Mit ihm selber. Dann mussten wir an dem sein Zentrale. Was war denn das andere?
Bin ich jetzt echt so lost? Waren vier Sachen, meine ich, oder? Predator töten, in der Nähe bleiben, vom Gegner, Infrarot und Kopfgeld. Das sind doch vier. Warte mal, ich gehe nochmal gerade durch. Hier. 1, 2, 3 und das ist dann noch Nummer 4. Das bekommen wir da. Ja, waren 4 Stück. Lol. Dann ganz kurz noch was anderes. Wenn ihr Bock habt, einen Skin zu gewinnen, kommt gerne auf Twitch vorbei. Wir sind kurz davor, die Skin-Verlosung zu veranstalten, aber es kommt natürlich darauf an, ob ihr genug Kanalpunkte gespendet habt. Ist halt so ein Gemeinschaftsobjekt. Und wir müssen halt noch überlegen, wie wir das machen mit der Skin-Verlosung. Und gehe ich hin, verlose das halt an dem Tag, wo das erreicht wird, oder besser einen festen Tag ausmachen. Schreibt einfach mal in die Kommentare und vor allem, wie findet ihr den Skin? Also ich finde ihn wirklich nice. Also ist auf jeden Fall, also für kostenlos kann man auf jeden Fall nichts sagen. In meinen Augen wäre das auf jeden Fall definitiv ein 2000 V-Bucks Skin. So, dann, viele haben mich ja auch gefragt, was ist mit Rette die Welt? Wir gehen mal schnell rüber. Weil heute gab es nämlich insgesamt 3 V-Bucks-Aufgaben. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Rette die Welt gespielt habt, guckt zwischendurch rein. Auf jeden Fall. Also ich könnte... Hallo, Controller? Controller hat keinen Bock mehr. Man kennt es. Bam, bam, bam. Dann habe ich noch eine Frage. Also heute könnt ihr wirklich einiges in die Kommentare reinschreiben. Wollt ihr wieder Shop-Videos haben? Schreibt es einfach auch mal rein. So, die erste V-Bucks-Aufgabe ist nämlich hier gewesen. Auf 35 V-Bucks, hier 35 V-Bucks und da waren 35 V-Bucks, weil irgendwie muss ich euch ja die Skins bezahlen können. So, ich würde sagen, damit habe ich euch schon geholfen. Gerade mal gucken, was ich noch an Lamas habe. Machen wir das auch noch gerade auf. Ich weiß, Rette die Welt ist inzwischen, ja, gefühlt ist glaube ich jeder soweit durch. Aber ich sehe es an meinen Aufrufen, da ich ja lange Zeit keine Aufgaben mehr hochgeladen habe, etc. Rette die Welt wird echt noch, wird immer noch stark gesucht. So, was haben wir hier noch? Was haben wir im Shop? Da ist nix. So, die Röntgenlamas, wie viel habe ich? 500, aber es bringt mir alles nichts. Das ist alles lost. Wie gesagt, wenn ihr noch wirklich aktiv am, nicht am Traden seid. Richtig für Blödsinn. Wenn ihr noch am Leveln seid, denkt dran, holt euch hier die immer mit holen, den Helden immer mit, die Überlebenden und holt euch Regentropfen mit. Aber ganz ehrlich, ich spiele es wirklich nur noch, um V-Bucks zu holen. Ich kann in dieses Level rein, warte mal, ich kann es euch ja gerade zeigen. Twin Peaks ist das höchste. Darum ging es mir ganz am Anfang, als ich mit Rette die Welt angefangen habe, da ich halt wirklich überall mir die V-Bucks mitholen kann. Wie ihr seht, ich kann alles machen. Höher wollte ich überhaupt nicht kommen. Ich wollte mir halt noch ein paar Waffen herstellen, da war es mir wichtig, dass ich die Pulsar 9000 kann. Aber wie ihr seht, ich habe es noch nicht mal hochgelevelt. Schande über mein Haupt. Aber ich denke mal, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Wie gesagt, mal gucken, ob ich wieder Shop-Videos mache. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, euch viel Spaß mit dem Predator. Ist nicht ganz so einfach, wie gesagt, wenn ich live bin auf Twitch und ihr habt immer noch nicht geschafft, kommt einfach rein, fragt, können wir gerade zusammen was machen. Ist kein Problem, ich helfe euch da gerne weiter und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Jetzt.